Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten euch letztens gefragt, welchen Vergleich ihr gern mit dem Host sehen möchtet. Ihr habt uns geantwortet und, welche Überraschung, es ist der Max geworden. Ja, auf den ersten Blick sehen sie sich sehr ähnlich. Bei genauerem Hinsehen oder auch wenn man die Specs kennt, gibt es doch einige Unterschiede. Und um euch die zu zeigen, holen wir euch jetzt mal ein kleines bisschen näher ran. So, dann haben wir hier mal beide Modelle etwas mehr im Detail und für euch etwas größer. Wen es interessiert, wir haben letztens ein Video zur generellen Neuvorstellung vom Host gemacht. Das packen wir euch mal in die Infocard oben in die Ecke. Zusätzlich haben wir auch schon mal ein Vergleichsvideo vom Max versus X-Max gemacht. Wer das gerne sehen möchte, wer es noch nicht gesehen hat, auch das werden wir euch nochmal einblenden. Könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Auch ganz wichtig, nicht vergessen, es ist schon soweit. Ab nächsten Montag, dem 14.09., ist der Host bei uns im Laden verfügbar. Wer direkt einen abholen möchte, wir würden euch empfehlen, das Ganze per Vorbestellung zu machen, dass ihr auch definitiv noch einen abkriegt, weil wir doch einige Vorbestellungen haben. Ja, den Link packen wir euch einfach unten in die Videobeschreibung, da müsst ihr nur draufklicken und kommt direkt zum Modell hin. So, genug der vielen Worte, dann fangen wir einfach mal an. Wir sehen schon, beide Modelle sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Wenn man sich jetzt damit noch nicht so perfekt auskennt oder wenn man sie nicht direkt nebeneinander sieht, könnte man sogar Gefahr laufen, sie auf den ersten Blick mal kurz zu verwechseln. Es gibt aber doch manche kleine und manche größere Unterschiede. Die zeigen wir euch jetzt einfach mal. Fangen einfach mal mit der Karosserie an. Wir haben bei beiden Modellen das inzwischen Traxxas-typische Verschlusssystem, sprich ich kann das Ganze mit einer Hand aufmachen, kann die Karosserie mit einer Hand runternehmen, habe keine Karosseriesplinte mehr, die mir rumfliegen. Von dem her wirklich ein ganz großes Plus. Inzwischen kommen auch die Karossen werkseitig mit den Karosserieversteifungen, sprich wenn ich mal irgendwie einen Überschlag oder Unfall habe, reißen uns hier vorne nicht gleich die Schrauben aus. Ganz dickes Plus, Lob an Traxxas. So, jetzt mache ich mal kurz die Karossen runter. Ich hoffe, es ist nicht ganz so laut für euch, wenn doch, verzeiht es mir. So. Das nächste, was jetzt im direkten Vergleich auffällt, ist, dass die Reifen leicht unterschiedlich groß sind. Der Max kommt mit 5,5 Zoll Reifen ab Werk, beim Host sind es 5,3 Zoll Reifen. Unter den Reifen versteckt sich beim Max ein 17 mm Felgenmitnehmer, beim Host sind es 12 mm. Also auch da ein kleiner Unterschied, lässt sich aber mit Sicherheit auch nachrüsten. Was man jetzt natürlich auch noch beachten muss, klar, für den Max, der ist schon länger auf dem Markt, gibt es momentan auch eine deutlich breitere Tuningpalette. Beim Host wird aber mit Sicherheit auch relativ zügig entsprechendes nachkommen. Wir haben bei beiden Modellen werkseitig eine verbaute Wheelie-Bar, mit Sicherheit auch nicht ohne Grund. Beim Host sehen wir dann hier auch unsere Ultraschock-Stoßdämpfer, sind jetzt in der Standardausführung aus Kunststoff, wie sie zum Beispiel beim Rustler oder beim Slash verbaut sind. Beim Max haben wir gleich die richtig dicken GT-Max-Dämpfer, die auch gleich aus Alu kommen. Dann, was auch vielleicht für den einen oder anderen wichtig ist, wenn man jetzt noch nicht so viele Akkus zu Hause hat oder gerade neu einsteigt, für beide Modelle reicht uns ein Akku. Also ich brauche nicht zum Beispiel wie beim E-Revo oder so mit zwei Akkus, um das Ganze zu betreiben, sondern ich kann wirklich sagen, okay, ich nehme mir einen Akku, kann das Ganze damit betreiben und habe meinen Spaß. Motorseitig haben beide den identischen Motor verbaut. Es ist jeweils der 540 XL Brushless mit 2400 kV. Unterschied beim Motor: Der Max kommt ab Werk mit einem aktiven Motorlüfter, beim Hoss ist noch keiner verbaut, kann man aber dann auch hier nachrüsten. Passt dann zum Beispiel auch der vom Max. Dann gehen wir einfach mal weiter zum Regler. Der Max hat werkseitig den VXL 4S verbaut. Beim Hoss sind wir bei dem altbekannten und bewährten VXL 3S. Der ist zum Beispiel beim Rustler 4x4 VXL drin, der ist bei den ganzen Slash VXL Modellen drin. Der ist beim alten Rustler 2WD als VXL drin, also wirklich alt bewährt und ja, doch sehr gut. Größter Unterschied, der Name sagt schon, den VXL 4S vom Max kann ich mit 4S-Akkus betreiben, beim VXL 3S kann ich bis zu 3S betreiben. Beide Regler sind ab Werk mit einem aktiven Lüfter ausgestattet. Der größte Unterschied innen im Regler ist einfach, dass ich zum Beispiel bei dem Max-Regler ab Werk schon mal meine ganzen Telemetriewerte übergeben kriege. Sprich, Drehzahl, Geschwindigkeit, Akkugesamtspannung. Das macht alles der Regler, übergibt das Ganze an den Empfänger, der gibt das Ganze dann weiter an meine Fernbedienung. Das Einzige, was ich noch brauche, um das Ganze auszuwerten, ist mein Link Wireless Modul 6511.
Auch hier können wir euch gerne nochmal eine Verlinkung unten in die Videobeschreibung reinpacken. Der VXL 3S vom HOS kommt werkseitig ohne Telemetriesensoren und ohne Telemetriefunktion, also nicht falsch verstehen, nur der Regler. Ich kann den HOS aber Traxas-typisch über den Empfänger mit Telemetriesensoren nachrüsten. Das heißt, auch hier habe ich dann eben meine Möglichkeit, mir meine ganzen Daten wie Drehzahl, Akkuspannung und ähnliches anzeigen zu lassen. Braucht dafür eben nur die Sensoren und auch wieder mein Link Wireless Modul 6511. Macht von dem her dann Sinn, wenn ich wirklich ja, mein Modell beim Fahren überwachen will, beziehungsweise wenn es mich auch interessiert, was ist meine maximale Drehzahl, was ist meine maximale Geschwindigkeit, gerade wenn ich jetzt anfange mit Übersetzungsverhältnissen von den Zahnrädern bzw. Ritzel-Hauptzahnrad zu spielen. Da macht das immer sehr viel Spaß. Beim Servo haben wir auch schon wieder einen doch sehr deutlichen und großen Unterschied. Beim HOS haben wir unseren ja, Standard-Servo, den 2075er, verbaut, wie er zum Beispiel auch im E-Revo im Doppelpack vorhanden ist, wie er auch im Rustler vorhanden ist oder im Slash. Der Servo selber ist wasserdicht. Beim Max kommt ein Servo zum Einsatz, der von der Baugröße her dem des X-Max entspricht. Das ist der 2090er Servo. Auch hier natürlich wasserdicht, wie die komplette Elektronik von Traxas, dass ich bei jedem Wind, Wetter und Witterungsverhältnissen wirklich meinen Spaß haben kann. So, unter den Empfängerboxen von beiden Modellen versteckt sich unser inzwischen altbekannter und weit verbreiteter Traxas TQI-TSM-Empfänger, sprich, wir haben bei beiden Modellen unser Stabilitätssystem, wenn wir das möchten, stufenlos regelbar. Ist jeweils ein 5-Kanal-Empfänger. Komplett telemetriefähig. Es kann auch bei beiden Modellen, wenn man das möchte, nochmal der Telemetrie-Expander angeschlossen werden. Was man dazu sagen muss, beim HOS ist derzeit werkseitig keine ja, Aufnahme für den Telemetrie-Expander vorgesehen. Wir haben deswegen selbst extra nochmal sogar bei Traxas nachgefragt. Müsste man sich momentan selber was einfallen lassen, wobei wir ganz ehrlich der Meinung sind, nachdem der Telemetrie-Expander beim HOS schon gelistet ist, wird vermutlich früher oder später noch ein extra Halter dafür kommen, so wie es zum Beispiel auch beim alten E-Revo Brushless war. Da gab es dann hinten auch die Chassis Brace und einen extra Halter dafür, wo man dann eben hinten drauf den Telemetrie-Expander gepackt hat. So, passend zum TQI-Empfänger gibt es natürlich auch eine TQI-Funke. Das ist unsere ganz normale Standard 6528. Jetzt hätte ich fast einen Zahlendreher reingebracht. Sprich, wir haben zwei Kanäle und die Fernbedienung selber ist logischerweise für das Link Wireless Modul vorbereitet. Das muss nur noch eingesetzt werden und dann habe ich quasi meine kompletten Einstellungsmöglichkeiten auch direkt über die Traxas App. Kann dann dadurch auch zusätzlich noch meine Fernbedienung updaten, kann meinen Empfänger updaten, kann hier beim Max auch noch meinen Regler updaten und bin dementsprechend dann auch immer bei der Firmware auf dem neuesten Stand. So, was wir jetzt noch sehen beim Max haben wir natürlich auch durch den VXL 4S-Empfänger die Möglichkeit, unser Beleuchtungskit einzubauen. Und zwar nicht nur, dass es einfach nur leuchtet, wenn wir das Modell anschalten, sondern das Ganze wird über die Steckplätze am Regler direkt mit gesteuert. Und ich habe dann eben die Möglichkeit, über die Traxas Link App meine Beleuchtung entweder manuell zu steuern oder eben auch das Ganze über den Regler machen zu lassen. Sprich, zum Beispiel gehen meine Bremsleuchten an, wenn ich bremse. Soweit sind wir beim HOS leider noch nicht. Da müsste man dann gucken, was Traxas als Beleuchtungssets eventuell mal anbietet. Ja, so filigran wie beim Max wird es aber mit diesem Regler definitiv nicht werden. Ansonsten, was natürlich auch noch ganz gravierend ins Auge fällt, der Max kommt mit dem wesentlich massiveren Chassis, was ja fast ein bisschen aussieht wie ein geschrumpftes Chassis vom X-Max. Beim HOS haben wir einen Chassisaufbau, der eher an den Slash erinnert, beziehungsweise an das Chassis jetzt momentan vom Rustler 4x4. Was aber auch wieder den ganz großen Vorteil hat, also wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, beide in die Hand zu nehmen, der HOS ist um einiges leichter als der Max, was natürlich im Gelände, beim Handling oder auch generell bei den Fahreigenschaften wieder deutliche Vorteile für den HOS bringen kann. Es kommt eben immer darauf an, was man will. So, ihr seht auf den ersten Blick sehr ähnlich, bei genauerer Betrachtung aber doch einige gravierende Unterschiede. Was man nicht vergessen sollte zu erwähnen, Traxas typisch natürlich beide Modelle ready to race, also zusammengebaut. Man muss nur zu Hause einmal Karton aufmachen, Akku laden und los geht's. Beide Modelle, was ich auch noch persönlich wichtig finde, schaffen die identische Geschwindigkeit. Von Traxas ist bei beiden Modellen 60 Meilen angegeben, sind Pi mal Daumen 100 km/h.
Wasserdicht sind sie natürlich auch bei den Traxxas typischer Manier. Und dann bleibt am Ende eigentlich nur noch abzuwägen, wer möchte jetzt lieber den Max, wer möchte lieber den Hoss. Klar, wenn ich jetzt sage, ich gehe ins richtig harte Gelände, ich will richtig bashen, ich will richtig springen, ich will Monstersprünge machen, den würden wir ganz klar zum Max raten, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Chassis wesentlich robuster und dicker designt ist. Es ist im Endeffekt ein zu heiß gewaschenes X-Max-Chassis, was ein bisschen geschrumpft ist. Wir haben die dickeren GT-Max-Stoßdämpfer, wir haben die dickeren Querlenker, also es ist alles einfach etwas, ja, oder was heißt etwas, es ist definitiv alles überdimensioniert. Der Hoss hingegen leichter, etwas günstiger auch im Einkauf, dementsprechend durch das geringere Gewicht auch im Handling etwas angenehmer. Den würden wir jetzt eher so bei ja, leichten bis mittlerem Gelände ansehen, sprich, wenn ich mal wirklich mit Vollgas über den Feldweg heizen will, wenn ich mal ein bisschen durch den Wald will, wenn ich mal über die Wiese will, da würden wir sagen, fühlt sich der Hoss zu Hause. Ja, und ansonsten, klar, was immer mit reinspielt, der persönliche Geschmack. Dann lassen wir euch mal mit diesen Gedankengängen alleine. Denkt drüber nach. Wie gesagt, ab Montag der Hoss bei uns im Laden verfügbar. Und dann hätten wir gesagt, bis zum nächsten Mal.